dann halt so. Ich will diesen unscharfen Hintergrund haben, aber es funktioniert einfach nicht. Es ist immer so ein Glücksfall. Ich weiß nicht, wie das geht. Falls einer Bescheid weiß, kann mir bitte Bescheid geben. Und dieses Mikro weiß ich auch nie, wie ich das befestigen soll, ohne dass es nachher raschelt. Ich kann dieses Mikro auch nicht unterm T-Shirt durchziehen, weil das an einem Kabel hängt. Ich muss das gucken. Ich muss gucken, heute ist ja Black Friday, ob ich da was vielleicht finden kann. Diesen Mikroteil, keine Ahnung, wie die heißen. Ich bin einfach kein Technikprofi. Naja, mit der Zeit wird es wahrscheinlich besser, ne? Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich heiße Nastja und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier dreht sich auch alles um Beauty, Fashion und Lifestyle und es gibt auch Vlogs. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Und wenn dir das Video am Ende gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ich hoffe, du hast viel Spaß auf diesem Kanal und ich leg los. Ich habe heute für euch wieder ein Video zu der Reihe Alte Schätzchen, Neue Schätzchen. Ich habe nämlich eine Palette, die ich schon seit 2 Jahren habe, aber kaum benutze, was natürlich sehr, sehr schade ist. Diese Palette ist aus dem Drogeriebereich, deswegen kann sich das wahrscheinlich jeder holen können. Ich habe ein paar Videos damit gemacht. Ich glaube, ich habe ein Get Ready With Me mit dieser Palette gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist schon ein bisschen her. Es ist auch, glaube ich, ein Weihnachtslook. Falls ihr auf der Suche nach Inspiration habt, schaut da gerne rein. Ich versuche das mal zu verlinken. Wie gesagt, das ist schon ein älteres Video und da ist der Hintergrund noch anders. Und zwar, die Kamera ist nämlich in das Zimmer gedreht und mit einem anderen Objektiv. Ja, ich habe gedacht, 2 Jahre sind lang genug für eine alte Palette und deswegen mache ich heute wieder mit euch zusammen einen Weihnachtslook quasi. Und ich hoffe, das Video geht wie geplant, wie ich mir das vorstelle, online, wenn ihr den zweiten Advent habt. Und somit wünsche ich euch einen wunderschönen zweiten Advent. Und ich spreche hier von einer Palette von Revolution. Ich habe einige Paletten von Revolution. Und zwar habe ich einmal die Tasty Avocado aus der I Love Revolution Reihe. Die sieht so aus. Schöne grüne Töne, ein paar blau dabei, auch ein paar natürlichen und ein schwarzes auch noch dabei, was auch cool ist. Falls man so einen Eyeliner ziehen möchte. Und wie gesagt, mit der Palette habe ich schon ein paar Looks geschminkt. Und wir haben auch, und ich glaube, ich habe dieses Grün schon öfters mal benutzt und ich muss noch mal reingucken, vielleicht irre ich mich da, aber dieses Grün und dieses Grün sehen sehr benutzt aus, besonders dieses hier. Und ja, mal gucken. Dann habe ich noch eine Palette. Ich habe nämlich damals nach Blautönen gesucht im Drogeriebereich und zwar Makeup Revolution London. Die sieht so aus. Und die hat diese Farben, also die hat sowohl grüne, auch Blautöne und auch beige Töne. Mega, mega cool auch. Und das Blau habe ich anscheinend sehr viel verwendet. Deswegen sage ich doch, viele Paletten wiederholen sich vom Farben her. Ja, auch mega cool. Hier haben wir auch eine Übergangsfarbe mit dabei und Highlighterfarben und so weiter. Richtig cool. Und ich glaube, mit dem habe ich auch mal einen Look geschminkt, bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Und dann habe ich eine Palette, bei der ich mir nicht sicher bin, ob ich die überhaupt benutzt habe. Die habe ich nämlich geschenkt bekommen, ich glaube, letztes Jahr zu Weihnachten von meiner Freundin damals. Das ist auch aus dieser Reihe und die heißt Chilled mit Cannabis und Stevia Seed Oil, also mit Öl dabei. Und die sieht drinnen auch hier aus mit diesen grünen Tönen. Auch mega cool, besonders dieses Grün und dieses da oben, Glitzerton, mega cool. An was erinnert uns das? Ein bisschen an Huda Beauty, gell? Eigentlich eine mega coole Palette. So, ich kann ja den Spiegel drehen. Und ich bin mal nur überlegen, welche Farben ich benutzen, also welche Palette ich benutzen möchte. Eigentlich wollte ich zu der ein altes Schätzchen, neues Schätzchen Video machen und zu der Palette auch. Weil, wie gesagt, ich habe die kaum eben benutzt. Die ist irgendwie auf Platz 3 von allen Paletten, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe damals nur wegen dem blauen hier diesen einen dunkelblauen Ton geholt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde erstmal mit der will ich noch ein bisschen üben, bevor ich alte und neuen Schätzchen Video mache. Deswegen lasse ich das und benutze die hier. Wobei, da brauche ich auch wieder eine kleine Übung. Gucken, wie die Farben nochmal performen und so weiter. Aber
Ja, mal gucken. Ich werde jetzt nicht wieder einen grünen Look machen. Also nicht ganz so grün. Mal gucken, was ich daraus zaubern werde. Ihr seid live dabei. Und ja, alle Paletten sind bei Rossmann erhältlich. Oder ihr könnt sie auch gerne online bestellen. Ich verlinke euch alle Paletten nochmal in der Infobox, wenn ihr Lust drauf habt. Und ja, ich glaube, der Preis ist da zwischen 12 und 13 Euro. Mehr weiß ich jetzt nicht genau. Ich will ja nichts Falsches erzählen. Aber ich lege jetzt los. Wie immer mache ich ohne Kamera meine Base quasi, also meine Foundation drauf. Meine Augenbrauen mache ich jetzt. Und danach mache ich mit euch zusammen die Palette, damit das Video nicht ganz so lang ist. Erstmal die Haare abstecken, weil mich die immer nerven. Die müssen einfach weg. Ich kann so mich nicht schminken, wenn die Haare mir im Weg sind. Und ich versuche heute viele Produkte aus dem Drogeriebereich zu benutzen. Ich weiß nicht, ob das klappt, weil ich nicht viel von Drogerie habe, aber wir gucken mal. Ich sage euch natürlich, was ich benutzt habe oder was ich benutze. Und zwar nehme ich wieder den Primer von Bobbi Brown, den Vitamin Enrich Face Base. Den habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Base aus dem Drogeriebereich findet ihr toll. Eine kleine Empfehlung da würde ich gerne lesen. Ich entscheide mich heute für die Foundation von Got To Be On My Nude in der Farbe Natural Scent, da ich jetzt gestern mir ein Selbstbräuner aufgetragen habe, bin ich heute ein bisschen gebräunter. In der Kamera kommt es jetzt gerade so rüber, als wäre ich total gelb irgendwie, aber das ist nicht gelb. Ich weiß nicht, was mit der Kamera los ist. Ich hoffe, es gibt sich gerade. Und die trage ich wieder mit einem Beauty Blender auf. Meine Haut hat sich in den letzten paar Tagen ein bisschen verschlimmert. Ich denke mal, die Woche ruft und deswegen habe ich hier und da Besucher, auch hier oben an der Augenbraue. Für die Augenbrauen benutze ich das von Maybelline Brow Ultra Slim. Das ist so ein Stift. Und auch von Maybelline Brow Drama Brow Mascara in der Farbe Medium Brown zum Festigen. Für das Augenlid möchte ich eine kleine Base machen, weil ich eben gerade hier so ein bisschen Unreinheiten habe, hier und da. Und deswegen benutze ich den Concealer von L'Oreal Infallible More Than Concealer in der Farbe 326 Vanilla. Und da tue ich wirklich, bei diesem Concealer muss man wirklich aufpassen und sehr behutsam rangehen. Ich würde wirklich ganz wenig drauf tun. Wirklich ganz kleines Klätzchen. Weil der sehr, sehr, sehr dickflüssig ist und sehr, sehr deckend. Und dann kommen wir zu der Palette schon. Wie gesagt, ich benutze die hier. I Love Revolution Tasty Avocado. Gibt es in Drogeriemarkt bei Rossmann oder auch online könnt ihr die bestellen. In diversen Online-Shops. Ich verlinke euch sie direkt auf der Revolution-Seite. Wenn ihr dann irgendwann Bock habt, könnt ihr auch gleich vielleicht alle drei Paletten benutzen. Ich habe noch so eine kleine Revolution Palette, die habe ich tatsächlich noch nie benutzt, weil die nur Rottöne enthält. Ich hatte irgendwann mal Lust einfach nur auf Rottöne. Ich kann sie nur nicht finden. Keine Ahnung, wo die jetzt abgeblieben ist. Mal gucken, ob wir hier eine Farbe haben, womit wir den Concealer setzen können. Ich glaube, ich versuche es mal mit der hier. Die sieht nämlich relativ hell aus. Dazu nehme ich einen fluffigen Pinsel. Gehe da auch so ein bisschen rein. Und dann gucke ich mal erstmal hier unten. Ja, okay, die ist mehr so, hat nicht viel Farbe dran. Kann man machen. Okay. Und jetzt suche ich mir eine Übergangsfarbe. Ich glaube, ich nehme die Farbe Toast hier. Die nehme ich als Übergangsfarbe. Auch mit dem fluffigen Pinsel. Und ich mache das mit einer ganz leichten Hand. Und ich gehe ein bisschen bis zur Augenbraue hier so. Immer schön verblenden.
ja keine harten Kanten entstehen. Schön weich ist. Okay. Welche Farbe nehmen wir denn als erstes? Hier ist ein sehr schöner Bronzerton, der so ein bisschen grünlich ist oder altgold aussieht. Der ist doch gar nicht so schlecht. Dann haben wir aber wieder einen goldenen Look. Aber, welche Farbe soll ich denn hier nehmen? Ich glaube, ich riskiere es und nehme tatsächlich diesen goldenen hier. Der heißt Kalifornien. Probiere den erstmal mit einem Pinsel aufzunehmen. Nimm eher so einen festeren Pinsel, klein, aber fein. Weich, aber schön festgebunden, genauso. Und dann habe ich da so rein versucht, was abzunehmen. Und dann taste ich mich auch so ein bisschen von der Mitte aus und gucke, wie die Farbe performt. Erstmal. Oh. Eine schöne Farbe. Verteile das Ganze erstmal über das ganze bewegliche Augenlid. Den inneren Augenwinkel spare ich hier ein bisschen aus, um später dort zu highlighten. Okay, nicht schlecht, der Specht. Also ich benutze jetzt nur den Pinsel, aber ich glaube, wenn wir den Finger nehmen würden, würde er, glaube ich, noch krasser abgehen, die Farbe. Noch deckender. Aber ich will heute ein bisschen dezenter bleiben. Okay, cool. So ein Old Gold. Was mache ich denn als nächstes? Ich wechsle mal den Pinsel und nehme mir so einen Pinsel, das so spitz zuläuft, wie ein Pinsel zum Malen. Und gehe mal in die Farbe Mousse oder Muse, diesen braunen Ton hier. Und tue den dann so in den äußeren Augenwinkel mehr, um das Ganze zu verdunkeln. Bau das wieder auf. Gehe ein bisschen zwischen den Wimpern quasi. Um das Ganze hier zu verdunkeln. Ich nehme jetzt nochmal den fluffigen Pinsel und verblende das da oben nochmal alles. Ja, ist nicht schlecht. Aber ich kann irgendwie keine natürlichen Looks machen. Ne? Ich muss immer irgendwie Farbe auf meinen Augen haben. Und auch jetzt überlege ich, ob ich irgendwie so eine Glitzerfarbe noch drauf tue, damit es so ein bisschen mehr Wumm hat. Aber ich versuche mich jetzt zu beherrschen und lasse es einfach so stehen. Ja, ich lasse es so stehen. Ich beherrsche mich. Ich nehme nochmal diesen spitz zu laufenden Pinsel und gehe nochmal in die braune Farbe.
und gebe mir das auf den unteren Wimpernkranz. Jetzt ist mir eingefallen, wie das heißt. Vorhin habe ich vergessen, wie das hieß. Was ich jetzt noch mache, ich will ein bisschen mehr Ausdruck verleihen. Ich nehme mir so einen spitzen Pinsel. Damit macht man eigentlich Augenbrauen, aber der verläuft ja hier total dünn. Und ziehe mir quasi so eine ganz, ganz leichten Eyeliner. Ich gehe hier so rein, diese Farbe. Dieses Grün ist auch leicht grünlich, sehe ich gerade. Und gebe mir auf den oberen Wimpernkranz ganz, ganz vorsichtig. Wirklich sehr minimal. Ich bin ganz schlecht in Eyeliner ziehen. Ja, so ist gut. Richtig, richtig cool. Ich versuche das so nah wie möglich zu machen. So, ich ziehe mir kein Liner, ich verdichte nur meine Wimpern quasi optisch und verleihe somit ein bisschen Ausdruck. So, mega cool, oder? Richtig schön. Gefällt mir. Eigentlich war es das schon, ne? Also das ganze, der ganze Augen-Make-up-Look schon. Ja, jetzt mache ich meine Wimpern und da benutze ich auch wieder die Mascara von Maybelline Sky Sensational in der Farbe Schwarz und wasserfest wieder. Und ich glaube, dass die ein wenig austrocknet. Und dazu benutze ich diese Wimperzange von Maybelline wieder. Ich glaube, ich brauche langsam eine neue, die ist schon uralt. Nein, die ist nicht uralt, die fühlt sich uralt an, weil die eben so trocken ist. Heute mixe ich zwei Concealer, weil ich gebräunt bin und der Concealer, den ich sonst immer benutze, der von Fit Me in der Farbe 15, wäre ein bisschen zu hell, glaube ich. Deswegen mixe ich die hier ein bisschen und zwar, das ist jetzt aus dem High-End-Bereich, von Misauda Pro Light Concealer in der Farbe N50. Der ist mir nämlich zu dunkel und ich mixe die ein bisschen und zwar mache ich überwiegend das hier. Der ist doch schon fast leer, Leute. Ich muss die mir neu kaufen. Ja, der ist echt leer. Und dadurch wirklich ein bisschen so. Weil er sonst echt zu dunkel ist. Und ich tue jetzt nochmal Foundation drauf auf die Stellen, wo die Pickel sind. Ja, die Foundation ist immer noch zu hell, aber egal, in ein paar Tagen bin ich wieder ein bisschen heller. Das geht immer ganz schnell. Um die Foundation zu setten, benutze ich das Puder von Maybelline Fit Me. Das ist das hier. Ich finde, das ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das die Foundation ein bisschen mehr settet, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich das eher zum Nachpudern immer verwendet habe, wenn ich hier mal filmen wollte und vorher unterwegs war. Ich nehme jetzt wieder diesen Pinsel hier, den kennt ihr, und ja, gehe da so rein wieder, wie bei dem anderen Puder. Nehme was auf und dann das meiste unter die Augen geben. Und dann aufs ganze Gesicht wieder. Alles in einem gibt das Puder einen schönen Finish, aber ich kann meine Hand nicht ins Feuer legen, ob das wirklich die Haltbarkeit verlängert. Es mattiert auch nicht zu Tode, sondern es hinterlässt so einen leichten Schein noch und deswegen finde ich das Puder eigentlich ganz cool. Und ich finde, es kriegt auch nicht in die Fältchen und betont auch keine neuen Fältchen. Ich habe nämlich ein Puder, was total gehypt wurde, nachbestellt von Fenty Beauty und ich habe diese Falte hier. Es ist nur diese eine, die durch Puder sogar betont wird. Und
durch das eine Puder hat es richtig betont. Und ich dachte, oh mein Gott, das habe ich jetzt echt versaut mit dem Puder. Also fand ich nicht schön. Ein Bronzer aus dem Drogeriebereich habe ich jetzt hier nicht parat. Ich hätte eins von Love, aber Love gibt es leider nicht bei Drogerie mehr, sondern nur noch online. Vielleicht werde ich in irgendeinem Video nochmal das Puder benutzen. Ich muss hier nur Ordnung erstmal schaffen. Ich versuche hier mit meinem gesamten aktuellen Make-up hier rüber zu ziehen, damit ich alles parat habe und nicht immer aufstehen muss, aus dieser Ecke rauskriechen, rausklettern muss und, ne, you know. Deswegen benutze ich auch hier wieder die Face Palette von Kevin O'Coin oder Acquire und konteriere mein Gesicht. Bei dem Blush entscheide ich mich für L'Oreal Life is a Peach. Das habe ich euch jetzt schon mehrmals gezeigt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Blush. Der betont die Unreinheiten nicht so. Ich finde, das steht mir einfach ganz gut und deswegen benutze ich den ganz gerne. Ein sehr, sehr schöner Blush, finde ich. Sehr natürlich, finde ich. Hat doch ganz, ganz leichten, unsichtbaren Finish. Man sieht es halt nur noch in der Sonne oder wenn man jetzt hier total ausgeleuchtet ist, dann sieht man das. Aber sonst finde ich das ein sehr schöner, leichter, natürlicher Blush. Ja, und einen Highlighter aus dem Drogeriebereich habe ich jetzt auch nicht parat liegen. Ich verspreche es, im nächsten Video bin ich ein bisschen besser vorbereitet. Ich nehme den Highlighter von MAC, den benutze ich ganz gerne. Und zwar der Soft and Gentle. Der war ja ganz, ganz lange gehypt auf YouTube. Deswegen habe ich den mir eigentlich geholt. Aber jetzt redet niemand mehr drüber. Schade eigentlich. Ich habe hier einen sehr, sehr schönen Highlighter-Pinsel von Kiko aus einer Christmas Edition vor 2 Jahren, als ich dieses Kiko, wie heißt das, Full Face auf Kiko gemacht habe. Da habe ich mir den damals bestellt. Finde ich mega schön zum Highlighten. Mega cool. Gehe somit auch unter die Augenbrauen, um den Augenbrauen zu highlighten. Ich mache neuerdings ein bisschen was auf die Nasenspitze, aber wirklich ganz sanft, ganz bisschen, ganz zärtlich. Und dann ein bisschen über die obere Lippe, ganz bisschen. Und dann nehme ich mir wieder so einen spitzen, sauberen Pinsel, gehe da wieder in die Highlighter rein und setze das in den inneren Augenwinkel. Auch hier schön verblenden. Sehr schön, oder? Ja doch, gefällt mir. Sehr, sehr schön. Finde ich ganz cool. Gefällt mir der Look. Schön braune Töne, Gold und Braun. Passend zu Weihnachten finde ich auch. Voll cool. Ja, ich finde die gar nicht so schlecht, die Palette. Also der Look gefällt mir sehr, sehr gut. Braun, Gold, Braun, Gold. Passt auch sogar noch in den Herbst rein. Und ja, wer halt ein bisschen festlichen Augen-Make-up-Look haben möchte, aber jetzt nicht übertreiben zu wollen und trotzdem das gewisse Etwas, dann ist das ein richtig schöner Look, finde ich. Ein richtig schöner Augen-Make-up-Look mit einem gewissen Etwas. Ja, ich bin froh, dass ich mich ein bisschen beherrscht habe und keinen Glitzer drauf getan habe, aber wenn man so einen goldigen Glitzer noch drauf tun würde, würde es sogar ein bisschen, ja, wie die Girlande da oben, ein bisschen mehr leuchten. Würde so ein bisschen mehr Wem-Wem-Wem geben. Bei dem Lippenstift habe ich mich hier für etwas Dezenteres entschieden. Und zwar von Catrice 070 Dream Full Lips. Das ist der hier. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Damals habe ich den auch gekauft. Full Face of Catrice habe ich den damals gemacht. Das ist einer von diesem Lip Plumping Balsam Lippenstift. Und den tue ich einfach nur
drauf tupfen. Ja, so. Ich will, dass die Augen im Fokus stehen, nicht unbedingt die Lippen, sondern die Augen. Und deswegen habe ich mich für kein Rot entschieden diesmal. Wobei Rot würde hier natürlich auch mega gut zur Geltung kommen. Ich ziehe mir jetzt gerade noch Schmuck an und ziehe mir was anderes an, passend zu dem Augen-Make-up-Look, und dann komme ich wieder. So, so sieht der ganze fertige Look aus. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Locken gemacht mit so einem Glätteisen. Ich weiß, die sehen jetzt nicht toll aus, aber ich habe das halt eben auf die Schnelle gemacht. Und meine Haare sind momentan sehr, sehr trocken. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, das hat was mit Hormonen zu tun oder so. Ach, keine Ahnung. Naja, ja, ich habe mir noch diese Ohrringe dran gemacht. Die sind von Next Gen Juwelier und ich finde, die passen sehr, sehr, sehr gut zu diesem Look. Mit den goldenen Lidschatten. Richtig, richtig schön festlich. Und ich muss mich die ganze Zeit im Spiegel angucken. Ja, richtig schön festlich und ich finde, die passen super dazu. Und ja, ich verlinke die sehr, sehr gerne in der Infobox. Die sind vom Modeschmuck meines Vertrauens. Guckt es da mal an, wie sie jetzt im Licht glitzern. Oh, richtig schön. Gibt es auch in Silber. Wie gesagt, verlinke ich euch sehr gerne in der Infobox. Und ich verlinke euch, oder ich schreibe euch in der Infobox nochmal meinen Code. Ihr bekommt mit meinem Code nochmal 15% Rabatt. Vielleicht sucht eine oder andere noch ein Weihnachtsgeschenk. Und ja, gerne da einfach mal durch den Shop shoppen. Ich finde, die haben sehr viele tolle Sachen. Und ich trage sie auch super gerne und die haben richtig tolle Qualität. Naja, und was sagt ihr zu diesem Look mit diesem Oberteil? Richtig, richtig schön weihnachtlich, richtig schön festlich, richtig schöner Look geworden. Und auch ohne Glitzer sieht der Look mega gut aus, finde ich. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Es ist zurückhaltend, aber trotzdem festlich. Wer mehr so auf natürlichen Look steht, aber trotzdem so ein bisschen Pep haben möchte, mega gut. Ich finde die Palette wirklich sehr, sehr gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr diese Palette auch zu Hause habt und wie ihr die findet. Und ja, nicht nur grüne Looks kann man damit schminken, sondern auch, wie ihr seht, auch goldene Looks. Und ja, ich versuche euch in der Infobox noch die anderen Looks zu verlinken, wo ich diese Palette auf den Augen trage. Ich meine, ich habe ein Get Ready With Me Video und noch irgendein Video, wo ich da diese Palette auf den Augen habe. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Look findet. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch dieses Video gefällt. Und natürlich über ganz viele neue Abonnenten, also abonnieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine schöne Weihnachtszeit und einen schönen zweiten Advent. Und wir sehen uns dann wieder im neuen Video. Bis dann.